Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Fernbus-Simulator. Hätte ich was gesagt, aber so ähnlich. Tourismus-Bus-Simulator, Tourist-Bus-Simulator. Und wir fahren in dieser Folge endlich unseren ersten Passagierauftrag, nachdem wir letzte Folge verzweifelt versucht haben, den Bus zu reparieren, was nicht geht. Hä? Und wir müssen am Kalender drauf. So war es ja. Da ist unsere erste Fahrt. Jep, machen wir. Sehr gut. Die erste Fahrt, steige in den Bus ein. Gut, mit einem kaputten Bus. Ich wiederhole, in der letzten Folge habe ich versucht, den Bus zu reparieren. Der hat die Bremsbeläge sind alt. Ölwechsel müsste gemacht werden. Aber das Spiel meint, nein, du steigst in den Bus und fährst damit Passagiere. Mit kaputten Brems- oder mit zu wenig Bremsbelag. Das hat das Spiel so entschieden. Dafür kann ich gar nichts. Gut. Dann setzen wir uns mal hin. Machen die Tür zu gleich. Ah, ne, erstmal Tür zu machen. Schlau. So, Tür zu bitte, danke. Hinsetzen. Rückwärts raus. Motor an. Und los geht's. Ne, Handbremse war doch schon gelöst. Feststellbremse war jetzt. Vorsichtig, nicht, dass das Tor noch zu ist. Und näher ran, bis das Tor begreift, dass wir durch wollen. Okay, so, jetzt. Vorsichtig raus. Sieht gut aus auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, auf der rechten sieht es auch gut aus. Das müsste passen. Ja, komm. So. Na. Können wir jetzt hier, können wir rechts wenden? Das ist glaube ich Gerümpel, ne? Probieren wir es mal. Ein bisschen Platz haben wir aber auf jeden Fall. Lalala. Ja. Ach, jetzt reicht das schon. Oder? Aber jetzt aber auf jeden Fall. Vorne wieder und los geht's. Auf zum, wohin müssen wir eigentlich? Wahrscheinlich erstmal zur, ich glaube zum Flughafen oder fahren wir jetzt Stadtbus? Ach ne, wir fangen tatsächlich hier an und fahren hier erste Bushaltestelle an. Wir sind tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, wir fahren Touristen, aber wir sind jetzt hier Stadtbus. War nicht schlecht. Gar keiner vom Flughafen abholen hier zum Hotel bringen, sondern wirklich Stadtbus jetzt erstmal fahren. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier die ganzen Stadtbusbuchten gibt. So, oh, da stehen aber einige hier für den kleinen Ort. Ach nee, ausschalten wollte ich nicht. Ja, komm. Anzeigetafel, Z. Haben wir an. 101, ja. 101, genau. Sehr gut. Folgende Navigation zum nächsten Ziel. Wir müssen aber die Fahrgäste einsteigen lassen. Wollt ihr nicht mitfahren? Hallo, Leute? Ich mache euch dann aber hinten die Tür auf. Ihr steht doch hier nicht umsonst hier. Steht sogar dran, schick. 101. Lasst ihr die Fahrgäste einsteigen? Ja, Türen sind offen. Tut euch keinen Zwang an. Ich kann gerne noch ein Stück vorsetzen. Dass die Tür offen ist, das ist ja Absicht mit Tünen. So, Folge zum nächsten Ziel. Ah, die laden hier rein. Ja, stimmt, das wäre bei Fernbus auch so. Trotzdem ein bisschen schade. So, dann Türen zu. Wie war das gleich nochmal Türen zu? Einmal nochmal nachschauen. Das, wie war denn das? Ich mache das ja immer jetzt, habe das gerade selbst gemacht, aber ich will ja nicht mehr aufstehen. Das kannst du ja auch am Bus machen. Lines Couch, Blinker hoch, fern das Tempomat, Feststellbremse, Hektor, Gang runter, WLAN-Freigabe, ach, Lift hoch, Lift runter gibt es tatsächlich auch, hat aber gar keine Taste, ja, sollte auch so funktionieren, so,
Ansage abspielen. Es gibt wieder eine Ansage, da können sich ja wieder Leute drüber aufregen. Obwohl, ich fand ich auch letztes Mal ein bisschen nervig vom Fernboss. Mal gucken, was er jetzt sagt, gleich sagt. Was Spanisch redet oder Deutsch? Beschleunigung. Ich weiß auch nicht gucken. Türen auf, ne? Genau. Fronttür öffnen. F9, F10 war es. Okay, ich wusste, dass irgendwie eine F-Taste war. So. Türen zu. Und los. Wollen wir Licht anmachen? Brauchen wir eigentlich nicht, aber ich bin eigentlich immer mit Licht fährt. Zumindest mit leichten. Bisschen Licht, so. Mal gucken, ob die motzen. Also bisher sagen sie, sind sie erstaunlich ruhig. Vielleicht sind die Spanier auch einfach schlechtere Busfahrer gewählt als die deutschen Fernbus-Leute, die alle 2 Minuten... Ah, sind sie nicht ein bisschen schnell? Rufen? So, boah, diese Bremse. Die muss aber dringend mal repariert werden. Ich wiederhole mich auch gerne zum 10. Mal dieses Spiel, wenn ich mit einem kaputten Bus fahre. So. Ach, wir müssen tatsächlich hier noch zum Flughafen. Ah, okay. Dann bringen wir wahrscheinlich tatsächlich welche zum Flughafen hiervon. War knapp hier. F4 war Ansage, ne? Ne, das waren Scheibenwischer, okay. Das waren die. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz gucken, was die Ansage war. Ich will mal ganz kurz die Ansage anhören. Ja, unterbreche die Fahrt oft. Radio. Radio überlasse ich erstmal aus, wie gesagt. Da hört ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen eigene Musik, die ich rausgesucht habe, die gerade passen könnte. Smartphone. Ne, die kriegt eigentlich nicht so viel. Eins Couch. Und Ansage. Irgendwas, wo Ansage stand hier. Ich weiß, es könnte nervig sein, aber wir sind zumindest einmal alt links. Gibt keine Ansage. Vielleicht auch einfach vom Fernbus-Bullenwart übernommen. Oh, wir haben noch Scheibenwischer an. Den brauchen wir natürlich eigentlich nicht. Lass uns mal hier außen lang fahren. Wo müssen wir denn halten hier mit dem Bus? Wird uns vermutlich anzeigen. Hier am schicken Flughafen. Waren wir ja auch schon drin. Also wir sind hier angekommen. So. Hier will keiner rüber. Hier sollte man vielleicht nicht so heizen am Flughafen, aber so viele Leute, die über die Straße laufen, gibt es hier auch nicht. Auf der linken Seite müssen wir gleich rein irgendwo, glaube ich. Hier rechts gibt es sogar eine Busspur. Warum nutzen wir die eigentlich nicht? Wir sind Gangster, wir nutzen keine Busspuren. Jetzt bräuchten wir sie wahrscheinlich mal schon. So. Wo müssen wir hin? Da hinten. Okay. Da ist schon wieder die rote Konkurrenz hier. Und die weiße. Bei diesem Konkurrenzunternehmen. So, alles eingestiegen. Müssen wir eigentlich Gepäckluke gar nicht öffnen? Scheinbar nicht, hat noch keiner gemotzt. So lange mache ich es auch nicht auf. Wenn keiner Gepäck hat, dann müssen wir es auch nicht. Fliegen alle ohne Gepäck hier. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ein Gang zu hoch geschaltet? Warte. Das ist. Dings, das ist neutral. Machen wir mal den mal. Ich wollte einfach in zu hohen Gang anfahren.
Lassen wir es doch lieber unsere Automatik machen. Hier so ein Flieger. Vielleicht gleich abhebt. Irgendwo landet doch gerade einer, oder? Landet da gerade einer? Tatsächlich, da. Ah, da ist er gerade gelandet. Sehr schick. Gut, weiter geht's. Einmal hier in Kreise. Und dann... Einmal rechts abbiegen, bitte. Nehmen wir die Geheimausfahrt hier am... Oh ne, die kommt da gleich, das ist die Geheimausfahrt am Flughafen. Ja, es ist keine Geheimausfahrt, aber ist ein bisschen hinten rum. 30? Ja, viel schneller kommt man ja mit dem Bus wahrscheinlich nicht rum. So, jetzt geht's wieder in den nächsten Kreisel. Kreisel haben die ja gerne hier. Auch wenn sie mit dem Einfädeln das noch nicht so ganz können. Also. So, warum haben wir hier eigentlich einen Kreis? Ach, da vorne kommt auch noch eine Spur rein. Ah, da gibt es Sinn mit dem Kreisel. So. Kurzen Ausflug ins Grüne. Und niemand sagt was, so von wegen. Was sagen die immer beim Fernbus-Simulator? Das sieht hier aber nicht aus wie die Straße oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was sie sagen. Auf jeden Fall immer nur am Maulen. So. Ich kann noch ein bisschen Gas geben hier. Ich bin Bus ja gleich schneller. Na, jetzt fahren sie da vorne weg. Sehr gut. Aber so andere Busse sieht man gar nicht, ne? Auch schade. Porto de Rosario. Hier waren wir ja schon mal öfter. Den Ort kennen wir mittlerweile ganz gut. Ich glaube, wir müssen zum Hafen runter, ne? Wenn ich mich nicht irre. Einmal runter zum Hafen. Hier rechts abbiegen? Nein, geradeaus. Okay. Nächste Haltestelle ist da unten. So. Das war ein bisschen interessant in die Haltestelle reingefahren. Muss ich ja zugeben. Könnt ihr denn aussteigen? Mal schauen, ob die Leute rauskommen. Ja, geht. Gut. Alle draußen? Jo. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt, ach, wir müssen jetzt einmal hier hinten wenden. Okay. Und dann direkt wieder auf die Gegenseite zur Haltestelle. Mann, lohnt sich ja. Deswegen ist hier auch niemand eingestiegen. Da gibt's Sinn. Warum sollte man das tun? So. Ja, hier müssen wir gar nicht halten. Okay. Wäre jetzt eher auf der falschen Seite gewesen. Hä, was ist das denn für ein Geräusch? Bin ich wo reingefahren? Ich habe jetzt nichts gehört. Ich habe jetzt irgendwie gerade nur so ein Unfallgeräusch gehört. Und. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir jemanden mitgenommen. Kann ich mir an der Stelle aber nicht vorstellen. So. Fahre ich immer so enge Kurven? Das war doch schon wieder ein Unfallgeräusch.
So, alles eingestiegen. Ich überprüfe mal nochmal lieber nach, ob alle Leute ein- und aussteigen können. Ja, alle, die ein- und aussteigen wollen, können. Ach, guck mal, vorne steigen die sogar ein. Warum sind die denn da vorne so reingespawnt? Das geht doch. Steigen doch ein. Ist doch gut. Komisch. Oh, jetzt habe ich die Feststellung gezogen. So. Wo fahren wir denn jetzt hin? Und jetzt wieder zurück? Okay. Oh, oh, diese Stopp, diese Stoppschild, was sehe ich jedes Mal. Wie knall ich da jedes Mal rüber? Profi. Jetzt geht's wieder ordentlich hoch. Ich hoffe nicht, dass uns gleich einer entgegenkommt. Dass wir hier vernünftig hochkommen. Ja. Zieh, Bus, zieh. Biegen wir nochmal rechts ab. Und weiter geht's. Dabei trinke ich noch ein Schlückchen, obwohl trinken im Bus fahren ist ja immer nicht so geil, aber. Ach, jetzt fahren wir zu viel zum Flughafen. Warum? Ich mache hier mal einen ganz dreisten Move und stelle mich hier mal hin, weil ich jetzt gucken will, ob das richtig sein kann. Ja, komm, komm von da, er will uns wieder. Schickt uns wieder zum Flughafen. Ah, okay, dann fahren wir wahrscheinlich immer Flughafen, Stadt, Flughafen, Stadt. Ist wahrscheinlich auch realistisch. Aber ich war ein bisschen verwundert. Ich wollte eigentlich Warnblinker einschalten, wenn ich mitten auf der Straße stehen bleibe. Okay. Also die Strecke kennen wir ja mittlerweile ganz gut hier. Das ist, die bin ich jetzt bestimmt schon 55 gefahren oder so. Uah. Sportlich, sportlich. So. Jetzt wieder links abbiegen. Aber so ist es wahrscheinlich als Busfahrer, als so Busfahrer auf so einer kleinen Insel der Festheit. Immer nur Flughafen, Flughafen, Bushaltestelle, Flughafen, Hotel, Flughafen, Bushaltestelle. Ich glaube, viel mehr wirst du da auch nicht sehen. Mal gucken, wie lange uns das Spaß macht. Meine, mir macht ja relativ viel Spaß, das geht das vielleicht. Aber ich weiß nicht, ich dachte, es gibt noch mehr Busmodelle, ehrlich gesagt. Irgendwie scheint es nur diesen einen zu geben, was ein bisschen schade ist. Ich dachte, wir haben so einen kleinen Bus. Ich dachte, wir hätten in den Promo-Dingern auch so einen kleinen Bus gesehen und so. Wurden wir. Ich will nicht sagen, ob da jetzt wirklich einer war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte schon. Stimmt, hier am Flughafen sollten wir nicht so rasen. Die sind nämlich eigentlich noch 30. Ist auch richtig. Aber da wir nicht die Gefahr haben hier im Spiel, dass uns jemand vor die Karre läuft so schnell, da hier scheinbar niemand über die Straßen möchte. Bin ich ein bisschen am Rasen. So. Und dann geht's wieder hier zur Haltestelle. Da hinten. Oh. Ich bin falsch rum da rangefahren. Müssen wir einmal hinten wenden. Aber sehr viele Busse für so eine kleine Insel. Na gut, die Hotels, wenn da so 1000 Leute reinpassen in so ein Shell. Ja, so groß habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja in den anderen Städten so richtige Bettenburgen. Keine Ahnung. Dann lohnt sich das schon, so einen großen Bus zu nehmen. Da brauchst du wahrscheinlich auch mehrere. So. Da sind die Kollegen.
Einmal alles einsteigen. So. Und dann können wir gleich weiter. Alle draußen, alle drinnen. Sieht gut aus. Noch jemand an den Türen? Nein. Und dann können wir abfahren. Wie gesagt, Gepäckluke scheint keiner zu brauchen, oder? Wir kriegen nachher Ärger in der Abrechnung, dass wir die Gepäckluke nicht geöffnet haben. Mal dann wissen wir es fürs nächste Mal. Oh. Rückwärts wollte ich. So. Und weiter geht's. Wo geht's denn jetzt wieder hin? Wieder da hinten hin? Fahren wir jetzt die ganze Zeit hin und hin und her? Sehr komische Linienführung irgendwie gerade, finde ich. So. Wow. Das war ein bisschen... Siehst du, wenn man zu oft die gleiche Strecke fährt, dann wird er ein bisschen übermütig. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man jetzt ein bisschen weiter rausfährt. Aber das werden wir auch noch. Wir werden sicherlich nochmal ein Örtchen weiterfahren. Mal schauen, wie lange mir das Projekt Spaß macht. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber so ein paar 10, 20 Folgen werden es auf jeden Fall. Erzählt ihr jetzt? Ja, erzähle ich irgendwas? Ihr kennt meine manchmal Projekte, die wesentlich kürzer waren, von mir geendet sind. Meistens gebe ich irgendwen anders die Schuld. Entweder ist ein Spielstand weg oder irgendwas anderes. Aber manchmal habe ich auch ein Projekt einfach so beendet. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt aufnehme. Mal gucken. Sag mal. Mit Vorfahrtsregeln habt das nicht in Spanien, ne? Ah, okay. Und dann bleibt da mitten auf der Kreuzung stehen. Dann fahr auch weiter, du Esel. Hijo de la puta. Hast du nicht Hurensohn? Bist du doch, oder? Hijo ist Sohn. Oder? Ist mein Spanisch schlecht? Ja, mein Spanisch ist schlecht, aber es könnte Hurensohn heißen. Hijo de la puta. Das werde ich jetzt ab jetzt immer sagen, wenn ich irgendwie so ein... Si, si, gracias, hijo de la puta. Das kann ich noch auf Spanisch. Nach 2 Jahren, 3 Jahren Spanisch? 2 Jahre, glaube ich, in der Schule. Und ich weiß nur noch eins, ich mochte die Sprache mehr als Französisch. Also die Sprache finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe es halt nicht gemerkt. So, ach, müssen wir wahrscheinlich hier halten und dann haben wir Ende, oder? Lasse alle Passagiere aussteigen. Einmal alles ausgestiegen wieder. Ach ja. So. Steigen sie aus. Schönen Urlaub. Und dann steigen wir wieder ein und fahren gleich weiter. Ja, Bus ist leer. Alle Haltestellen wurden angefahren. Kein Fahrgast wurde an der Haltestelle zurückgelassen. Sehr gut. Ich fahre zurück zum Firmengelände. Ach, das kann ich ja von dir aus nicht machen. Die Tür schließen ist logisch. So. Und dann geht's wieder zurück zum Firmengelände. Nix im Rückspiegel. Wir können... Oh, wir hätten jetzt auch rechts fahren. Egal, wir fahren jetzt hier. Wir fahren die große Hafenrunde. Einmal hinten rum. Große Hafenrundfahrt. Wer in Hamburg war, weiß, was ich meine. So. Die große Hafenrundfahrt. Also, die haben wir jetzt ja gar nicht gemacht, aber Hafen haben wir überhaupt nicht. Stand da nicht in der Beschreibung irgendwas von Hafen? Naja. Wieder zurück auf unser Gelände. Parke auf dem Hof und steige aus. Auf dem Hof? Nee, ich fahre immer schön in die Garage. Vor dem vielen Regen geschützt ist. So viel sollte es hier eigentlich nicht regnen. So, zick. Habe ich den Motor angelassen? Nee, komm, Sprit sparen. Ist ja unser Benzin. Einmal aufmachen, bitte. Vielen Dank. Und wieder zu. Kriegen wir eigentlich wirklich noch Mitarbeiter? Das wäre cool.
Oder machen wir das ja alles alleine? One-Man-Show. Keine Frau, keine Kinder, keine Mitarbeiter, einsam auf einer spanischen Insel. So, gehe in den Nebenraum und klicke dort auf die Aktenordner auf den Schreibtisch. Welcher Nebenraum? Ach, guck mal hier. Noch was zu trinken? Da wollte ich gar nicht durch. Kommen wir hier auch durch? Ja. Hinterhof. Aufgeräumt wie immer. Natürlich mit diesen obligatorischen Billigplastikstühlen, die eigentlich schon in der Sonneneinstrahlung schon lange kaputt, alle 5 Minuten kaputt gehen sollten. Da ist unser Nebenraum. Sehr gut. Mitarbeiter. Also kriegen wir doch Mitarbeiter. Fortfahren. Fahrer. Mechaniker. Reiseleiter. Arbeitsmarkt. Fahrer. Wir können einen Fahrer anstellen. Sollen wir jetzt einen Fahrer anstellen? Wahrscheinlich ja, ne? Du kannst monatliche Gehalt anpassen und nicht zu niedrig. Okay. Arbeitsmarkt. Dann probieren wir mal einen Fahrer anzustellen. 7 von 10 Sterne. Ach komm, wir fangen erstmal. 100. Ja, 1 von 10, 100 Sternen. 18,3 von 100. Was ist das denn für ein Wert da unten? 18,1 von 159 Fehler. Das heißt, der Wert, der zweite ist für mich Zuverlässigkeit des Mitarbeiters. Der ist nicht besonders zuverlässig hier. Der ist einigermaßen zuverlässig, aber Stern heißt wahrscheinlich das Können. Kann man die noch aufbessern? Werden die besser? Weil sonst würde ich jetzt nicht den totalen Noob nehmen. Nehmen wir ja so einen mittleren. Komm, so viel Geld wollte ich jetzt aber eigentlich nicht ausgeben hier. Pro. Was ist denn das für ein Gehalt? Pro Monat? Ja, so 1000 Euro pro Monat. Das andere wäre ja ein bisschen viel. Naja, viel in dem Sinne, aber ich meine, 1000 Euro am Tag für einen Fahrer, für einen Busfahrer schon etwas extrem. So. Machen wir mal, komm. Ich will ja eigentlich nicht knauserig sein bei sowas, aber wir spielen ja hier den eiskalten Kapitalisten. Machen wir mal. Ach komm. 925. Einfach mal sagen, was er sagt. Angebot akzeptiert. Ja, komm, zu viel. Für 1000, eigentlich sollten sie 1000 verdienen. Die nächsten bieten wir 1000 an. Vielleicht können wir die Leute Gehaltserhöhung geben. Wir wollen ja ein fairer Chef sein. Und nicht die Leute ausbeuten. Ich weiß nicht, wie der so der Durchschnittsverdienst in Fuerteventura ist, aber dass die vernünftig verdienen. Statistiken. Sunshine Bus Company. Ein Auftrag, abgeschlossene Touren. Ein Fahrer, ein gescheiterte Touren. Werkstattmitarbeiter, 0 Fahrzeuge, Reiseleiter. Okay. Reiseleiter ist ja auch noch cool. Dann können wir später auch noch hier so. Was macht ein Reiseleiter? Leute, das organisieren, oder? Was genau macht ein Reiseleiter? Ist von euch jemand in der Tourismusbranche aktiv? Ich dachte, der fährt einfach im Bus mit und organisiert das. Oder so ein Typ, der da sich vorne hinstellt mit dem Mikrofon. Das ist für mich ein Reiseleiter. Aber was genau die Aufgaben von denen sind? Reisen organisieren, denke ich mal. Aber, ja, vielleicht organisiert er genau. Das denke ich mal. Inventar, was müssen wir machen? Neuer Mitarbeiter bereit, morgen bereit. Geh zum Kalender und überspringe die Zeit bis zum nächsten Tag. Ja, zum nächsten Termin springen. Das ist, wir haben heute Donnerstag. Siebte haben wir heute. Siebte? Ach da. Jo. Was kommt jetzt? Der neue Mitarbeiter angekommen. Steht nur zur Verfügung. Hole dir einen neuen Auftrag. Machen wir doch glatt. Fortfahren. Neue Aufträge. Fahrt kurz. So. Jupp, haben wir. Und jetzt gehe zur Pinnwand, um den Schichtplan aufzurufen. Ah, Schichtplan. Ja. Ach, das sind Fahrtdienste. Es gibt Shuttle-Service, Fahrtdienste, Sightseeing-Touren und Sightseeing-Planer. Ah, okay, gut. Linie 101. Können wir jetzt den Fahrer anweisen, darauf zu fahren? Hinein, hinaus, so. Ja, schön. Aber was mache ich jetzt damit? Wo ist mein Fahrer? Hallo. Nochmal Schichtplan? Schichtplan, ja. Also, im Schichtplan kannst du also klicken, wenn du wird dir die Karte auf den Streckenverlauf angezeigt. Klicke öfter auf den Button. Ach, rechts, okay, gut. Da muss irgendwo ein Button sein. Hier? Ne, hier. Dann nehmen wir Melinda. Die darf den fahren und die kriegt den Couch. Ja, okay, gut, mach. Ich fahre nur ein bisschen mit dem Auto. Wofür hat man Mitarbeiter? So. Öffne wieder den Kalender und springe 2 Tage vor.
Aber wie viele Tage soll ich denn noch springen hier? Busfahrer bildet ein Fahrzeug, um den Auftrag wird das Fahrzeug geben. Anwenden. So, der Auftrag wurde erfolgreich von deinem Mitarbeiter abgeschlossen. Öffne wieder eine Fuhrparkverwaltung im Fahrzeugmenü. Fuhrparkverwaltung im Fahrzeugmenü. Da. Verträge? Nee. Fuhrparkverwaltung, das müsste doch leuchten. Wo bist du? Fuhrparkmenü, was auch immer. Das waren die Aufträge, nein. Fahrzeuge, da haben wir es. Der Mitarbeiter hat einen Auftrag, Bus benötigt Klinge, um wieder Bus zuzuweisen. Fahrzeug gerade nicht benutzt wird, sich im Werkstatt befindet. Also musst du wieder im Fahrzeug warten, bis ein Fahrzeug wieder verfügbar ist. Okay. Kann ich mir den zweiten Bus kaufen? Das werden wir uns wahrscheinlich mit 96.000 nicht leisten können. Ne? Neue Fahrzeuge, ja, vergiss es. Nein, Scouch. Für 80 können wir noch mal kaufen. Nein, wir brauchen ein bisschen Geld. Wir können nicht hier voll unser Geld rausputtern. Ich finde es ja sinnlos, dass wir schon Mitarbeiter haben. Warum? Oder hätten wir jetzt keinen Fahrer anheuern sollen? Fahrzeugmenü? Ja, habe ich Fahrzeugmenü. Oh, was soll man jetzt machen? Die Option steht. Ah, okay. Ja. Und jetzt? Hole dir einen neuen Auftrag. Jetzt fahren wir wahrscheinlich wieder. So, es gibt Aufträge, welche dauerhaft bestehen, diesen mit entsprechenden Beugekennzeichen. Fehlt es, handelt sich um einen einmaligen Auftrag. Okay. Fahrt kurz, Linie 102 ist ein dauerhafter Auftrag. Cool. Aufträge verfügbar. Dann soll ich Wehling jetzt fahren? Öffne den Schienenplan und dein Fahrzeug, um dich als Fahrer zuzuweisen. Ja, ich soll den selber fahren. Okay. Ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen raus. Sehr schön. Auch nett. Fahren wir am Flughafen? Nee, gar nicht am Flughafen scheinbar. Fahren hier nur oder fahren wir schön raus? Nee, wo sind wir denn? Ach nee, wir kommen hier hinten an und fahren dann. Ah, okay, das ist wirklich eine so Buslinie. So. Ja, Fahrer soll ich werden. Lava, Lions Coach, Haken. Raus. Okay. Ich öffne zum Kalender und springe zum nächsten Termin. Wieder. Okay. So. Folge der Route zur Navigation angezeigt wird. Und dann geht es wieder weiter mit dem Busfahren. Aber das seht ihr in der nächsten Folge, wie wir dann unseren nächsten Auftrag fahren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.